Hallo Freunde, hier ist wieder Rolf Rolli Brenner. Redaktion hat mich gefragt, ob ich zum Derby kann. Ich meine, habe ich gar nicht weiter zugehört. Logisch, bin ich gleich los. Ich mache seit 46 Jahren die Bundesliga. Fußball, das ist mein Geschäft. Also schaue ich jetzt mal nach, was auf dem Platz los ist. Auf geht's. Ah. Jetzt will ich mal fragen, auf welche Spieler sich die Fußballfans heute besonders freuen. Hilmer Meier. Das hat mir jetzt persönlich gar nichts. Vielleicht noch einen anderen Favoriten, bekannteren? Bekannteren Lex Luger. Erasmus, Quintana zum Beispiel. Nicht? Kalle Kuhl. Kalle Kuhl ist mit am Start, ja? Ja. Kalle Kuhl, das ist so ein Künstlername oder was? Und wie heißt der Typ wirklich? Kalle Kuhl, ja. Naja, was denn schon Namen? Die Wahrheit liegt doch auf dem Platz. Das Wichtigste für so ein Fußballspiel ist natürlich ein gepflegter Rasen. Der Rasen stimmt, darüber freue ich mich schon mal. So ein paar Sachen, die verwundern mich. Ich weiß nicht, ob das hier eine Torwand sein soll, vielleicht, dass die Jungs noch trainieren wollen. Das muss auf jeden Fall noch weg, aber das machen die wohl gleich. Sind heute Ausschreitungen zu erwarten. Sie als Sicherheitskräfte müssen natürlich dafür sorgen, dass die Fans nicht aneinander geraten. Ich glaube, hier geht das alles ganz friedlich miteinander zu. Nein, das wird hier nicht passieren. Auf dem Derby nicht, auf keinen Fall. Ja gut, es gab andere Derbys, da ist es passiert, ne? Ja, aber hier nicht. Keine Ausschreitung? Hier ist doch was faul. Sag mal, was ist das denn? Was sind das denn für Platzverhältnis hier? Also ich glaube, der Greenkeeper, der gehört gefeuert. Da kann man doch kein Fußball spielen. Da sind überhaupt gar keine, kein Fanschal, keine Fahne, keine Flagge. Nee, das machen wir. Wir sind ja nicht beim Fußball. Oh, da hat meine Redaktion auch wieder mal richtig Mist gebaut. Das ist überhaupt kein Fußball hier, von wegen. Das ist Pferderennen, ne? Können die Kollegen von Glück sagen, dass ich mich ganz gut auskenne. Entschuldigen Sie ganz kurz, wie heißt Ihr Pferd? Lennox, danke. Gib mal ein bisschen Kohle. Über 20 oder so. 20 Euro auf Lennox. Was kommt da raus? Man weiß es nicht. Nee, das ist mir zu riskant, dann lasse ich das. Und irgendwie auch unseriös. Letztendlich ist das auch kaum großer Unterschied, ob du nun zum Fußballspiel gehst oder zu so einem Pferderennen. Sport ist Sport, ne? Und die Regeln sind fast identisch. Das gilt auch für meinen Fernsehbeitrag. Dafür brauche ich nur 5 Dinge. Erstens Fankultur. Habe ich natürlich umsonst gekriegt. Ja, aber hallo, schönes Arbeiten. Aber ich habe 7 Euro Trinkgeld gegeben. Zweitens Fachwissen. Was ist ein Mensch ohne Pferd? Sattelschlepper. Drittens ein Interview in der Kabine. Ich wollte nur kurz mal reiten und jetzt weiß ich nicht so genau, welches Pferd ist jetzt gerade frei. Oh, das ist jetzt gerade schlecht. Die haben Mittagspause. Und viertens der objektive, authentische Reitsportkommentar. Schöner, kraftvoller Laufweg. Dribbling mit Elan. Och, das ist vierbeinige Kunst. Und fünftens eine Moderation am Spielfeldrand. Den Preis gewinnt mit einer fehlerfreien Runde in 80,5 Sekunden die 9-jährige Anovana-Stute El Bandiata, geritten von Mario Stevens, Deutschland, Germany. Das sind Emotionen. Das ist großer Sport. Und mit diesen Bildern verabschiede ich mich von einem wunderschönen Derby-Tag hier in Kleinflottbek. Es hat wirklich Spaß gemacht. Und immer dran denken, Fair Play.